Oh Leute, das Ende ist nah. Fragt sich nur, wessen Ende. Damit willkommen zurück zum Endspurt von Torchlight 2. Die Bruchmine, das ist unser letzter großer Dungeon hier. Mit 8 Ebenen. Mit paar Unterbrechungen quasi. Oh. Komm, wir markieren hier die Quest. Den Alchemisten folgen. Finden. Eben der Alchemist aus Torchlight 1. Der Endboss. Der Verdorbene. Welch Ironie des Schicksals. Der neue Held bekämpft den alten Held. Aua. Und trotzdem mangelt es jetzt immer noch an Mana. Ich hoffe, dass wir kommen aber trotzdem gut durch. Macht also letztendlich nichts. Hier wird es auf jeden Fall heiß. Wie ich das überhaupt aushalten kann hier, in der Tracht. Vor allem mit der Haube hier, ey, da muss ich einfach nur wild um mich schlagen, wenn ich da drin stecken würde. Mal rund um Befreiung schlägen. MG-Angriffe, das muss ich unterbinden. Oh, ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass es da weitergeht. Wo kommt der Schaden her? Das macht nichts. Dafür. Hoppala. Dafür. Genau. Hey, ja, ja. Truhe. Was war das jetzt? Ich mach nichts und sein Panzer wird gesprengt. Stimmt, wir haben noch den Meteorschlag, fällt mir gerade so ein. Deswegen bebt man ein bisschen die Erde. Dafür ist eine relativ geringe Chance, den zu bekommen. Das ist jetzt bei meinen Schlägen im Idealfall häufig. Sag ich doch. Bam. Gut, hier ist schon mal Sackgasse. Ey, Wursthammel. Eisenwache, die sind auch fies, weil die ziehen auch so wie die Pestschnecken von A nach B und von B nach A wieder ran. Ach, jetzt stirb doch mal. Dankeschön. Bäm, ist kaputt. Nein! Ja, schon klar. Mach das fort, komm. Uiuiui. Wenn sie alle Schilde blocken, Schilde tragen würden, dann würde ich die
locker leicht einfach mal erledigen. Die Ebene scheint ein bisschen weitläufiger zu sein. Das Gefühl, wir kommen nur an Abzweigungen. Quietsch, quietsch. Oh, 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 heftig. Wie heftig war das denn jetzt bitte, ey? Ich dachte mir gerade nichts dabei, stürzt mich in die Horde, auf einmal explodieren sie alle. Autsch. Truhe. Die Siedler. Ah ja. Hier müssen wir zurück. Alles. Aua. Hatten wir dich noch übersehen. Tut mir aber leid. Fasswerfer. Mhm. Wo geht's denn jetzt weiter, sag mal? Hier müssen wir wieder umkehren, ja, siehst du, dann ja, lag ich wohl ein bisschen falsch. Mit meiner Vermutung. Mhm. Mein Instinkt hat mich einmal getäuscht jetzt, hey. Einmal mehr. Sagen wir so. Aber hey, extra Erfahrung schadet nicht. Da kippen sie um. Oh, oh, oh. Aua. Huch, Truhe. Greift mich an. Als ob. Bleibst du wohl hier. Leute, guckt euch das mal an. Eine kurze Distanz, wenn ihr mich fragt. Und ich? Eieieiei. Aber kann man ja nicht wissen, ne? Ist schließlich zufallsgeneriert. Und du, dumme Truhe, bist auch zufallsgeneriert, als deine Mutter dich ausgekackt hat hier. So. Das gibt's doch gar nicht, ey. Entschuldigung. Ach, jetzt ziehen sie mich auch lang, ey. Jetzt habe ich die Kettenschlinge überall und nicht nur in einer Richtung. Hey, sterben. Das war ein starker Kettenruck, würde ich mal sagen.
komm. Mach mal voran. Sterben. Achso, ich dachte, der wäre schon tot. Der ist noch lange nicht tot. Scheint ja auch wieder falsch zu sein. Ach, egal. Oh, warum habe ich die Truhe nicht mitgenommen? Holen wir doch mal schnell nach. Geheimnisvoller Helm? Das sieht gar nicht nach Berserker aus. Nee. Seufz. Gut. Die Ausrüstung, die einem Noctura Northblade würdig ist, die kriegt er sowieso erst mit Level 100. Oh nein. Im Idealfall müsste Energy Mod. Die ganzen Essential Mods wahrscheinlich auch noch. Da haben sie auch noch neuere Ausrüstung. Oh, die kenne ich auch noch nicht alle. Immer wieder geil, immer was Neues zu sehen. Vor allen Dingen will ich auch so allmählich auch eine eigene noch einbringen. Boah, Alter. Halber Zungenbrecher noch, ey. Ich kann es kaum glauben, schon kurz vom Endspurt dieses Projekt. Vor kurzem habe ich doch noch den normalen Berserker angefangen. Moorruin, oh Mann. Ach, mir fällt da... warte mal, mir fällt da noch was ein. Ich hatte mal so einen Werwolf, der hieß Koran. Voll läppsch. Hoffentlich begegnet der mir irgendwann nochmal. Da mache ich einen Screenshot. Ist cool. Den Namen haben wir auch häufig, wa? Irgendwann ist auch mal das Lexikon erschöpft, ne? Eine Frage der Zeit. Ach! Treppe! Dritte Ebene. Mal sehen, je nachdem, wie lange wir noch in der Zeit liegen, werde ich noch eine Karte machen. Vom Kartenwerk. Kampfturm. Ui. Wenigstens alle paar Meter ein paar Viecher. Könnte zwar ruhig ein bisschen mehr sein, aber mit den Mods, wenn ich das bald spiele, dann beziehungsweise auch gleich, wenn es nach mir geht. Dann werde ich noch genug zu kämpfen haben. Kabum. Einmal mehr. Oh! Man hat mich erhört. Man hat mich erhört. Jetzt macht doch die Kampfwut. Das gibt Begräbnishammer. Oh, mich juckt's überall. Aue. Dein Ernst?
Hey. Scheiße, ich habe jetzt auf einmal nur noch weniger Tränke. Oh nein. Und die Truhe steht falsch. Aber das macht nichts. Ich dachte, es sei ein Imitator. Lass den Meister vor mit dem Imitator. Die Treppe ist schon nicht hier. Was gut so drin. Hallo, seht ihr mich? Läuft einfach mir vorbei, weißt du? Als wäre nichts. Uiuiui, noch mehr Champions. Ja, das ist nicht mal eine Herausforderung. Alle paar Meter Champion. Sehr schön. Spar an. Spar aus. Aua. Meine Schulter geknackt hier. Oh, nicht mal absichtlich. Ist meine Tasche wieder voll, oder wie? Boah, 54 erreicht. Wollte ich 57 sagen. Leute, ernsthaft? Jawohl, ein bisschen mehr Rüstung, aber ansonsten, och nö, weniger Schaden. Ach komm, ist jetzt auch wurscht. Wer knoten da? Mach's gut. Da will ich mir noch den Mana-Stein noch aneignen. So, aber... So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hoffentlich führt der uns weiter. Ah! Punkte verteilen. Oh Mann. Ich sehe. Ich habe gar keine Wiederherstellung mehr. Läpsch. Das ist gar nicht gut. Keine Gesundheitsregeneration mehr. Kacke. Boah, ich hoffe, das macht nichts. Na gut, eigentlich sollten wir trotzdem durchkommen. Ah, wie du meinst, Alter. Oh, der Alchemist. Hier haben wir die Treppe zur vierten Ebene. Oh. Hier kommt aber jetzt noch ein Abschnitt zum... wo wir noch mal ein bisschen abdriften müssen. Um den großen Durchgang zu öffnen. Quasi. Überall noch Schalter umlegen. Aua. So. Ein Hebel wird betätigt. Jetzt muss ich noch einen anderen Hebel betätigen.
Das ist auch cool. Ach, mach doch mal voran, hey. Es ist offen. Na also. Hier lang. Ventil. Die rostigen Statuen erwachen. Aber großartig halten sie sich nicht auf. Und nochmal ein Meteorit hinterher, weil es so schön war. Ach, Sister, ich hätte meine Katze noch Mana-Tränke kaufen holen sollen. Oh Mann. Ich bin noch ein bisschen Palle. Das ist ganz und gar nicht gut. Na gut. Brücken. Auf darüber. Oh, da ist er. Der Nemesis. Drei Phasenkampf im Übrigen. Das sieht schon cool aus. Wo ist er? Mal die Kamera wieder zurück. Aus Gründen. Oh. Er kommt auch mit seinen Angriffen, die man aus Torchlight 1 so annähernd kennt. Erste Phase ist geschafft. Teleport zur zweiten Phase. Er hat auch immer mehr Leben und immer mehr stärkere Zauber, wie das da. Round and round and round. Oh, hat nicht geklappt. Uah. Alter, ich komme gar nicht aus dem Strahl raus. Was soll denn das? So komische Ratten raus hier. Wir müssen auch eigentlich aufpassen vor dem Feuer, aber der macht irgendwie kaum Schaden. Ah, haben wir es schwer in der Rüstung. Oh, wenn ich kritte, dann geht's ein bisschen schneller. Weitaus schneller. Oh, scheiße, oh. Und ich sterbe schneller, wenn ich zu viel rede. Wenigstens muss man nicht von vorne anfangen jetzt. Es geht weiter in Phase 2 und es juckt mich wieder am Bein. Das hatte ich auch noch nie. Die Musik. So, Phase 2 überstanden. Er wird halt immer robuster und stärker und hat mehr Zauber drauf. Alter. Ja, war ein guter, großer Fehler, mir näher zu kommen. Habe ich jetzt damit getroffen oder nicht? Nee, sieht nicht so aus.
können. Eine Kugel nach vorne schicken, die dann alle paar Sekunden einen Bolzen abschießt. Da kommen auch mehr Netherkobolde. Uiuiui. Du Scheiße, ich sterb schon wieder. Er ist tot. Der Alchemist ist gebannt. Und wir haben sein Herz an uns genommen. Den Netherfürsten bezwingen. Aha. Das ist scheinbar unsere nächste Quest. Und letzte wohl eher. Teleport hierhin. Türe auf. Ab dadurch. Ebene 5. Noch ein Wegpunktportal für zwischendrin. Kann ich nochmal zum Eingang. Kauf mir es ab. So. Du musst mir helfen. Huch. Der Blingbearer. Das ist mir jetzt aber neu. Ach, die Truhen. Was kann man noch? 12 auf Stärke. 15% Effektivität auf Tränke. Ja, das können wir doch machen, ja. Und Tränke kaufen. Die gehen mir echt aus. Hallo. Die kann ich auch verkaufen. Das auch, was das auch. So. Mach ich mal 50. Sollte reichen. Weiter geht's. Na, die Bruchmine. Ich wollte gerade schon woanders hin. Scheiße. Huch. Hier haben wir aber auch noch Zwergenmechanologie hier und aber was wir mehr haben sind Netherring. Hier ist doch schon der lila geworden. Huch, Truhe. Wo kommst du denn her? Eieiei. Jetzt sind alle mal Richter. Netherring Krieger. Tatsache. Was ist denn jetzt los? Da war sicherlich dieser EMG-Turm schuld, hey. Wow. Nein. Ah ja. Oh, sorry. Das war mein Kopf. Was geht da wohl vor sich? Oh oh. Das war noch Zielsuchende Raketen.